Hi Leute, willkommen zu einem neuen Angel in Ungarn Video. Diesmal sind wir hier auf dem Angelteich Hollósy Angelteich und das ist ein privater Teich. Wir sind seit 2 Uhr nachmittags draußen. Da gibt es so eine ermäßigte Nachmittagskarte und ja, hier kann man schon ordentliche Graskarpfen, Karpfen und so weiter fangen und ich werde mein Glück versuchen. Mit einer Route gehe ich direkt auf Graskarpfen und mit der anderen Route auf normale Karpfen und mal sehen, ja, wie ich Glück habe. Das ist ein Teich mit ungefähr 1,7 Hektar Wasserfläche und hier gibt es eine kleine Bucht hinein und ich zeige das Ganze mal. Also hier hinten ist eine kleine Bucht. Und sonst, das ist die ganze Wasserfläche, die geht noch da hinüber. Und ja, die Nachmittagskarte von 2 bis 8 kostet 1200 Forint. Und sonst die normale Karte, glaube ich, 2000 Forint. Ja, und wir werden jetzt einmal hier unser Glück versuchen und mal schauen, was anbeißt. Und ja, wenn wir was fangen, beziehungsweise wenn ich was fange, dann werde ich das hier noch im Video einfügen. Den Link zu diesem Teich, zur Webseite, gibt es unterhalb in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch weiter über die Preise und über diesen Angelteich informieren. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich habe schon einige Fotos gesehen von hier, von den Fischen, was zu fangen ist. Und ja, wir werden jetzt hier mal unser Glück versuchen. Und ja, drückt mir einfach die Daumen, dass es ein, ja, dass schöne Fische dabei herauskommen. Riesengroßer Karpfen ist dran. Also der hat sicher über 10 Kilo. Gezeigt hat er sich schon. Thank you.
das eigentlich? So Leute, schöner 10 Kilo Karpfen. So. Und jetzt lassen wir ihn wieder.